Hallo Traders, Heikin AshiTrader hier und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Die Märkte sind ziemlich turbulent in den letzten Tagen und Wochen und das hat natürlich seine Gründe. Wir haben recht viel Volatilität, sprich crashartige Zustände an den meisten Märkten. Das gilt übrigens nicht nur für die Aktienmärkte, wie hier am Chart des S&P 500 zu sehen ist, sondern das gilt auch für die Währungsmärkte, wo die meisten Währungen gegenüber dem Dollar ordentlich unter die Räder kommen. Also der Dollar wertet ordentlich auf und das bedeutet natürlich für Währungen wie Euro, britisches Pfund, Schweizer Franken, dass es natürlich ordentlich nach unten geht. Und nicht zuletzt, werden wir nachher gleich angucken, auch die Kryptomärkte müssen ganz ordentlich Federn lassen, um nicht zu sagen, da befinden wir uns richtig in einem Crash im Moment. Gucken wir uns auch gleich an. Zunächst erstmal hier den S&P 500, also der breite Index der 500 wichtigsten amerikanischen Aktien. Haben wir schon recht gut korrigiert bislang von den Hochs hier. Das war ungefähr etwas über 4.800. Sind wir jetzt bei 3.900, also knapp 1.000 Punkte runter. Meiner Meinung nach kann das ruhig noch mal 10, 15 bis 20% weitergehen. Aber die ehrliche Antwort auf die Frage, wie weit kann das noch gehen, muss lauten, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, es gibt viele Analysten, die versuchen jetzt mit Indikatoren und auf Basis von allen möglichen technischen Hilfsmitteln ja, vorherzusagen, wie weit diese Korrektur, diese notwendige Korrektur übrigens noch gehen könnte. Man kann sagen, ja, hier zum Beispiel gibt es ein wichtiges Level hier bei 3000, knapp unter 3400 oder diese Tiefs hier 3200 beim S&P. Aber das sind ja eigentlich alles Spekulationen in meinen Augen. Wir schauen uns mal den DAX an. Hier im Future FDAX seit ja, Anfang des Bullenmarktes hier im März 2009. Das geht hier noch irgendwie im DAX nicht. Also man könnte das durchaus jetzt mal abgesehen hier von dem Corona-Crash, der hält sich eigentlich im Verhältnis zu den amerikanischen Märkten recht gut. Beim Nasdaq sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Also da sind die Techs ganz ordentlich runtergekommen und das war auch notwendig, weil die waren ja völlig überbewertet. Also von daher, wenn es da nochmal 10, 20% weiter runtergeht, meinetwegen bis in den Bereich 10.000, würde mich nicht wundern oder sogar drunter. Ja, was ist noch zu betrachten? Schauen wir mal einen Blick auf den Euro. Wir sehen hier, der Euro ist hier technisch gesprochen an eine ganz bestimmte wichtige Unterstützung angekommen, aber im Monatschart gehen wir runter. Der lag ungefähr bei 1, ja, 0,5 in etwa. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir bald die Parität erreichen würden. Also die Parität, das heißt, ein Dollar für einen Euro. Und da sind wir, wie ihr seht, seit 2002 nicht mehr gewesen oder 2003. Also das ist schon lange her, dass wir da waren. Also der Euro wird deutlich billiger. Es ist von daher durchaus sinnvoll, vielleicht mal Teil des Cash-Bestandes in Dollar anzulegen. Ich selbst bin, wie der Titel hier dieses Videos auch lautet, bin größtenteils in Cash. Ich shorte die Märkte im Moment nicht. Ich finde es sehr schwer, also große Märkte zu shorten. Als Scalper ist was ganz anderes, weil da hast du natürlich die völlige Kontrolle über dein Risikomanagement. Aber die Märkte können ja jederzeit auch wieder drehen, wie wir auch gesehen haben. Wenn ich hier nochmal den S&P auf Tagesbasis aufmache. Hier, das war ja hier im März. Ja, das kann hier dann ganz schnell heftig nach oben gehen. Also, das sind Bärenmarkt-Rallies. Und das kann natürlich hier an diesem Punkt, wo wir ganz schön tiefer gegangen sind, also unter 4000, auch jederzeit wieder starten.
Na, also dann könnte sozusagen der Eindruck entstehen, dass alles wieder gut ist. Aber das sind Bärenmarkt-Rallies. Ne? Das Spiel, das wir in den vergangenen Jahren gespielt haben, ist, dass jedes Mal, wenn der Markt runtergekommen ist oder ein bisschen korrigiert haben, konnten wir kaufen. Und das hat immer gut funktioniert. Man sieht das hier eigentlich sehr deutlich hier im Chart, im Tageschart. Das hat immer gut geklappt. Man konnte immer die Dips kaufen. Und seitdem wir in einen Bärenmarkt übergegangen sind, ist es genau das Gegenteil. Also man müsste dann eigentlich die Bärenmarkt-Rallies shorten. Nur ist das ein Spiel, das ich den Spezialisten, also der Shorter, den Shortern überlassen würde. Wenn du das nicht beherrschst, dann wirst du dir da wahrscheinlich die Finger verbrennen. Das heißt, ich bin größtenteils, also was meine Aktienposition, was mein Portfolio betrifft, in Cash gegangen. Auch ich habe überhaupt keine Kryptowährung nicht mehr. Das habe ich auch in meinem Kurs gesagt. Ich habe schon alles verkauft. Nach dem ersten, also Anfang des zweiten Quartals 2021, ja, bin ich für einen großen Teil raus aus dem Kryptomarkt. Und ich habe auch in Teilnehmern meines Kurses eindeutig vor dem Crash im Kryptomarkt gewarnt. Zunächst nochmal einen Blick auf den Wochenchart hier von Bitcoin. Und ich hatte das große Glück, man muss das auch einfach als Glück bezeichnen, dass ich hier einen Großteil dieser Bewegung hier mitgemacht habe. Der fing an ja, 2020 und ging dann bis ins erste Quartal 2021. Und ich habe dann tatsächlich auf Basis der Heikin-Ashi-Charts, ich wechsle mal Candlesticks hier, das kann man hier machen, auf Heikin-Ashi, so habe ich hier tatsächlich verkauft. Ja. Das war auch gut so. Also ich konnte einen Großteil meiner Gewinne sichern, dank meiner Heikin-Ashi-Charts. Dann habe ich natürlich hier nochmal einen Versuch gemacht. Hier bin ich nochmal long gegangen, hier ab Sommer 2021 und konnte dann nochmal so etwa 50% machen. Also, und habe dann bin dann auch wieder hier ausgestiegen. Ja. Und habe dann den Teilnehmer meines Kurses auch eindringlich davor gewarnt, hier große Positionen aufzubauen. Wir haben es hier nochmal versucht, das gebe ich ehrlich zu. Als im März, Anfang April der Markt schien hier über dieses Level hier zu steigen, bin ich mit einer kleinen Position long gegangen, bin dann nach einer Woche wieder ausgestiegen und habe alles verkauft und habe das auch den Teilnehmern meines Kurses mitgeteilt. Das hören wir uns jetzt einfach mal kurz an. Ein neues Update. Heute ist Montag, der 11. April. Und die meisten von euch, die Positionen im Kryptomarkt haben, werden es bereits gesehen haben oder hoffentlich auch reagiert. Wir haben leider wieder ein Verkaufssignal bekommen. Es kann natürlich sein, dass es in wenigen Tagen anders aussieht und dann muss ich meine Meinung revidieren. Aber das, was ich jetzt im Moment sehe und vor allem auch bei den kleineren Kryptowährungen, deutet sehr stark darauf hin, dass wir es hier mit einer sogenannten Bullenfalle zu tun hatten. Also hier werden wir in den Markt gelockt und wir sehen nach 2 Wochen, dass wir keine Bestätigung bekommen. Also lieber hier das Geld zusammenhalten, kleine Verluste realisieren und abwarten, bis wir wirklich ein neues, deutliches Signal bekommen. So, also damals stand Bitcoin etwa bei 40.000 und ihr seht ja, wir sind jetzt bei 28.000. Also Gott sei Dank haben sich die Teilnehmer meines Kurses haben hoffentlich alle verkauft und sind nicht mehr investiert. Würde ich auch gar nicht empfehlen im Moment. Auch das, was hier passiert ist mit Terra, ja, also der sogenannte Stablecoin, der war ja der große Liebling eigentlich auch dieses Jahres, hat den ganzen Markt outperformt. Ja, und schau, was hier passiert ist. Gestern ging es 90, über 90% nach unten und heute sind wir auch knapp wieder 90%. Also das heißt, ja, der Wert ist eigentlich völlig dahin. Muss man auf Candles gehen, um das genau zu sehen. Also hier vor ein paar Tagen notiert man noch über 80 und jetzt kriegst du gerade mal
12 Cent für das Ding. Also das ist ja, das ist vermutlich ein Schneeballsystem, dieses Luna oder dieses Terra. Da waren Versprechen von 20% Rendite im Jahr. Das ist nicht zu halten. Ja. Jeder etwas erfahrene Investor weiß, dass das eigentlich nicht zu halten ist. Von daher wundert es mich auch nicht, dass dieser sogenannte Stablecoin, der sich natürlich überhaupt nicht als Stablecoin entpuppt jetzt, einfach in den Keller geht. Im Übrigen würde ich auch davor warnen, weiter in anderen größeren Stablecoins wie USDT zum Beispiel investiert zu sein. Guck mal, was hier passiert. Das sieht nicht gut aus. Hier würde das Porzellan noch gerettet, ja, gerade, aber im Moment sieht das nicht gut aus. Was das hier passiert, sehr unstabile Situation. Also ich würde da völlig rausgehen, aus jeder Art von Kryptowährungen, ist meine persönliche Meinung. Ja. Das sind crashartige Zustände, die hier stattfinden. Und was wir hier im Moment heute sehen, das sind noch einigermaßen, ja, gemäßigte Abschläge hier, zum Beispiel Solana -11, aber vor einigen Tagen waren wir auch noch über 90 und jetzt sind wir bei 45. Also sorry, Leute, das sieht hier nicht gut aus. Und wir haben oft schon gesehen, dass auch die Kryptowerte so wie eine Art von Vorläufer waren für die Aktienmärkte. Also von daher wäre ich auch da sehr vorsichtig und würde erstmal abwarten und an der Seitenlinie zuschauen. Das ist der Grund, weshalb ich einen großen Teil meines Portfolios in Cash gegangen bin. Ich habe noch einige Aktien, die sehr stabil sind und die sich noch halten, aber die behalte ich sehr gut im Auge. Von daher, nun, worauf sollte man jetzt nun Acht geben? Das kann natürlich noch eine ganze Weile dauern. Ich möchte jetzt einfach mal wieder auf den Wochenchart, zum Beispiel hier vom Nasdaq, gehen. Also diese Korrektur kann noch ordentlich ausgeweitet werden und wie tief das geht, das weiß kein Mensch. Ja? Und ich würde warten auf so eine Art von Kapitulation. Also dass die Märkte so richtig kapitulieren und nach unten wegbrechen, Paniktage. Und das wären dann vielleicht erste Anzeichen, um erste kleine Positionen, aber kleine Positionen aufzubauen. Ich würde da auch nicht voll reingehen. Man hat dann in der Regel alle Zeit der Welt, um seine Bestände wieder aufzustocken und nach und nach zu kaufen, wenn der Markt einen Boden ausbildet. Und das kann durchaus 1 bis 2 Jahre dauern. Ja, also für Aktienpositionen hat man da Zeit. Also im Moment haben wir sozusagen, man könnte sagen, der Alles-Crash oder der Fast-Alles-Crash. Ja, Immobilien sind noch nicht so richtig runtergekommen, aber man hört schon erste Anzeichen in den Vereinigten Staaten, dass auch da möglicherweise Korrekturen bevorstehen. Und das hat natürlich mit der Politik der Fed zu tun. Ihr wisst ja, die Fed hat ja jetzt neuerdings die Zinsen mit 50 Basispunkten erhöht und plant weitere Erhöhungen im Laufe des Jahres. Von daher braucht man auch nicht verwundert zu sein, dass alles, was Risiko ist, also sprich Aktien, also alles, was nicht Anleihen ist, hier Probleme bekommt. Und das gilt sicher für Kryptowährungen. Ja, dieser Markt ist mittlerweile auch sehr stark korreliert mit dem übrigen Markt. Also von daher, um zu glauben, da könnte man jetzt hier gleich einsteigen, das würde ich nicht tun. Im Übrigen, Gold kann auch nicht so richtig profitieren im Moment. Ne? Es sah im Moment danach aus, hier Februar, März, dass wir einen Ausbruch bekommen würden. Also im Moment sieht es eher nach Test aus, dieses Ausbruches. Das muss man weiter beobachten, ob Gold hier möglicherweise hier seinen Aufwärtstrend fortführt. Im Moment sehe ich da noch keine Anzeichen. Also von daher, Finger weg auch von diesem Markt. Ja, das sind so meine Gedanken zur aktuellen Marktlage. Ich hoffe, ihr habt was davon. Traden und scalpen kann man immer, ja. Und volatile Märkte sind natürlich ausgezeichnet für Scalper. Von daher ist das, glaube ich, etwas, was man immer machen kann. Wenn ihr mittel- und langfristig investiert seid, seid vorsichtig.
Nach meinem Gefühl könnte das erst der Anfang sein und könnte das durchaus noch weitergehen. Aber wie ich schon gesagt habe, die ehrliche Antwort muss lauten, ich weiß es nicht. Ja? Und wenn du das als ehrliche Antwort, ich weiß es nicht, hast, dann ist es besser, in Cash zu gehen. Ja? Dann bist du nicht sicher, was im Moment läuft an den Märkten. Es ist eher gefährlich, würde ich sagen, und man sieht es an den Kryptos. Es ist nicht unbedingt falsch, mal eine Weile an der Seitenlinie zu stehen und zuzuschauen. In dem Sinne, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.